Hallo ihr Lieben! Nach einer kurzen Sommerpause melden wir uns wieder zurück. Ist euch in letzter Zeit vielleicht auch aufgefallen, dass in den Nachrichten und Medien immer wieder von Netto-Null-Zielen oder Netto-Treibhausgasneutralität gesprochen wird? Die Bekanntheit von Netto-Null-Emissionszielen ist in den letzten Monaten stark angestiegen. Neben vielen Unternehmen hat sich auch Deutschland im neuen Klimaschutzgesetz die Netto-Treibhausgasneutralität bis 2045 zum Ziel gesetzt. Doch was bedeutet Netto-Treibhausgasneutralität, Netto-Null überhaupt? Und wie grenzt sich der Begriff Klimaneutralität dagegen ab? In dem heutigen Video wollen wir dieser Frage auf den Grund gehen. Doch bevor wir beide Begriffe gegenüberstellen, müssen wir zuerst einmal verstehen, was passieren muss, bis ein Unternehmen oder ein Produkt, wie auch immer, neutral gestellt wird. Damit sich ein Unternehmen klimaneutral stellen kann, muss zuallererst ermittelt werden, wie viel Emissionen das Unternehmen ausstößt. Nach dem Greenhouse Gas Protocol wird dabei in drei Emissionskategorien in sogenannte Scopes unterschieden, die für die Berechnung notwendig sind. Scope 1 – direkte Emissionen. Zum Beispiel eigene Produktionsanlagen für die Strom- und Dampferzeugung oder der eigene Fuhrpark. Scope 2 – Emissionen aus Energie. Bezieht sich auf die Produktion von zugekaufter Energie, beispielsweise in Form von Strom, Wärme und Kälte. Scope 3 – indirekte Emissionen umfasst alle anderen CO2-Emissionen, die entlang der Wertschöpfungskette verursacht werden. Beispielsweise bei Lieferanten in der Nutzungsphase von Produkten, bei Entsorgung oder Transport. Nach Ermittlung der gesamten Emissionen entsteht so der individuelle Fußabdruck eines jeden Produkts oder eben Unternehmens. Wichtig: Der CO2-Fußabdruck wird in sogenannten CO2-Äquivalenten, CO2e, angegeben, die eine Maßeinheit zur Vereinheitlichung der Klimawirkung der unterschiedlichen Treibhausgase sind. So, das hätten wir geklärt. Kommen wir jetzt zu der Unterscheidung von Netto-Treibhausgasneutralität oder auch Netto-Null genannt und dem Begriff der Klimaneutralität. Als erstes haben wir uns auf die Suche nach der Definition für die beiden Begriffe gemacht. Hier sind wir allerdings schon auf die erste Hürde gestoßen. Denn eine einheitliche und konsequent genutzte Definition zu beiden Begriffen gibt es nicht. Grundsätzlich definieren wir Klimaneutralität wie folgt. Klimaneutral bedeutet die Waage halten, balancieren, sich gegenseitig neutralisieren. Klimaneutral sind Prozesse, die das Gleichgewicht der Atmosphäre nicht verändern und eine ausgewogene Balance zwischen Nehmen und Geben darstellen. Klimaneutral sind demnach also Produkte oder Dienstleistungen oder Unternehmen im Ganzen, wenn sie nach der Ermittlung der individuellen CO2-Bilanz Emissionen ausgleichen. Aber wie sieht es nun mit einer Definition für Netto-Null aus? In einem im September veröffentlichten Diskussionspapier der SBTI wurde eine Arbeitsdefinition von Netto-Null veröffentlicht. Das Diskussionspapier beschreibt Netto-Null für ein Unternehmen als das Erreichen eines Zustands, in dem Treibhausgasemissionen aufgrund von Aktivitäten innerhalb der Wertschöpfungskette eines Unternehmens keine Nettoauswirkungen auf das Klima haben. Das wird durch die Reduzierung von Treibhausgasemissionen in der Wertschöpfungskette gemäß 1,5 Grad Pfaden erreicht, sowie durch den Ausgleich der Auswirkungen von verbleibenden Treibhausgasemissionen durch entsprechenden Abbau von CO2. Vereinfacht ausgedrückt könnte man also sagen, dass Netto-Null bedeutet, dass alle vermeidbaren Emissionen reduziert werden und nicht vermeidbare Restemissionen aus der Atmosphäre entnommen werden müssen. Viel schlauer als vorher sind wir durch diese Definitionen aber noch nicht. Schauen wir noch einmal genauer hin und stellen die Unterschiede anhand von vier Punkten genau gegenüber. Erstens. Laut GHG-Protokoll dürfen sich die Unternehmen klimaneutral nennen,
die die im CO2-Fußabdruck berechneten CO2-Emissionen aus Scope 1 und 2 ausgleichen, während der Ausgleich von Scope 3 zwar empfohlen, nicht aber vorgeschrieben ist. Bei einem Netto-Null sieht das schon ganz anders aus. Hier müssen alle Emissionen aus Scope 1, 2 und 3 berücksichtigt und aus der Atmosphäre entnommen werden. Auffällig ist, dass bei der Klimaneutralität immer von Ausgleichen die Rede ist, während bei dem Netto-Null-Begriff immer von Entnehmen oder Abbau gesprochen wird. Und damit stehen wir schon mitten im zweiten Unterschied. Um die Klimaneutralität zu erreichen, können die Emissionen von Produkten und Unternehmen durch den Ankauf von CO2-Minderungszertifikaten und damit durch die Unterstützung von Klimaschutzprojekten wie zum Beispiel effiziente Kochöfen, Wasserkraftprojekten oder auch Aufforstungsprojekten erfolgen. Bei einem Netto-Null-Ziel muss ein Großteil der Emissionen durch die Nutzung und den Aufbau natürlicher Senken wie zum Beispiel Wälder, Böden und Meere oder durch den Einsatz bereits vorhandener Technologien zur Abscheidung und Speicherung von CO2 aus der Atmosphäre entnommen werden. Weiter geht's mit Punkt 3. Der Begriff klimaneutral durch CO2-E-Ausgleich kann sich auf ein spezifisches Produkt oder eine Dienstleistung beziehen. Netto Null kann immer nur für eine gesamte Organisation verwendet werden und bezieht sich nie auf einzelne Produkte. Viertens. Schaut man sich die Zertifizierungsrichtlinien nach PAS 2060 an, so fordert diese zwar einen Plan zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen, allerdings werden keine spezifischen Ziele vorgeschrieben. Netto Null erfordert hingegen ein Reduktionsziel, das an einem 1,5 Grad Science-Based-Target ausgerichtet ist. Also, zusammengefasst lässt sich sagen, dass der Begriff Netto-Treibhausgasneutralität die bisher angestrebte Klimaneutralität weiterdenkt. Somit ist Netto Null und die damit kommunizierten Ziele nicht ein Produktmerkmal oder Siegel, sondern vielmehr eine Unternehmensvision und Versprechen, dass sich ein Unternehmen tiefgehend und langfristig mit der eigenen Klimaneutralität auseinandersetzt und weitreichende nachhaltige Maßnahmen ergreift, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir das Video gefallen hat, dann bewerte es gern mit einem Daumen nach oben, zeig es gern auch deinen Mitmenschen. Und wenn du es nicht schon getan hast, dann abonniere auch gerne unseren Kanal. Dann pflanzen wir für dich einen Baum in unserem Klimaschutzprojekt in Togo in Afrika. Falls du noch mehr sehen magst und dich die Klimaschutzformel vermeiden, reduzieren, ausgleichen interessiert, dann schau gerne einmal hier rein. Und in diesem Video zeigen wir euch, wie regionaler Klimaschutz funktionieren kann. Bis vielleicht zum nächsten Mal wieder. Macht's gut, ihr Lieben!